582. SS, Lagerarzt. Hier ein Schreiben der IG Farben an Ihren Mitarbeiter, Dr. Vetter von der Personalabteilung von Bayer. Wir schulden Ihnen, Herr Dr. Vetter, noch 375 D-Mark Urlaubsgeld fürs letzte Jahr. Auf der Rampe in Auschwitz war die Zahl der Testpersonen für diese schrecklichen Experimente unbegrenzt. Die Ärzte wählten aus. Selbst Kinder dienten der Bayer IG Farbensparte als Testpersonen. Eine Versicherung gegen die Gesundheitsschäden der Bayer Private gab es nicht. Die Opfer des Pharmatests wurden in den Gaskammern des KZs entsorgt. Und die IG Farben verdienten noch an diesem Prozess, denn das Zyklon B, was benutzt wurde, kam von der IG Farben-Tochter Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfungsmittel mit ihrem Vorstandsmitglied Wurster. Und so geschah es, dass 1947 das Verfahren Nummer 6 gegen die IG Farben-Manager eröffnet wurde, wegen der Kriegsverbrechen, die sie begangen. Der US-Chefankläger Telford Taylor fasste seine Anklage folgendermaßen zusammen: Ohne die IG Farben wäre der Zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen. Doch uns, erzählte man, die politischen und militärischen Handlanger wurden abgeurteilt. Das verkaufte man uns als das Nürnberger Tribunal. Man erzählte uns nichts davon, dass die Aktien von Bayer Höchst und BASF von IG Farben an die Konkurrenz in den Siegermächten übergingen, nämlich die Rockefeller-Gruppe in den USA und die Rothschild-Gruppe in Großbritannien und Frankreich. Und was diese Herren machten, erzählte man uns auch nicht. Die hatten nämlich ein Interesse daran, dass die im Nürnberger Verfahren verurteilten IG Farben-Manager möglichst schnell wieder rauskamen und für sie ihre Arbeit weitermachten. Und so wundert es auch nicht, dass Karl Wurster, den wir eben schon kennengelernt haben, nach dem Krieg 13 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des BASF-Konzerns war. Es wundert auch nicht, dass Fritz Termeer, der in Nürnberg wegen Völkermord und Versklavung von Zwangsarbeitern und anderen Verbrechen gegen das Menschenrecht rechtskräftig verurteilt war und im Gefängnis saß, keine 10 Jahre später wieder auf dem Sessel des Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Bayer saß. Heinrich Mückter, während des Zweiten Weltkriegs als Arzt und Chemiker, als stellvertretender Leiter des Instituts für Fleckfieber- und Virusforschung beim Oberkommando des Heeres in Krakau tätig. Krakau, das wissen Sie wahrscheinlich, war die Verwaltungshauptstadt von Auschwitz. Obwohl nach dem Krieg wegen Kriegsverbrechen gesucht, bot ihm die deutsche Pharmafirma Grünenthal Unterschlupf. Sagt Ihnen der Name was? Heinrich Mückter war der sogenannte Erfinder von Contergan. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit gingen nach dem Krieg nahtlos weiter. Hans Klopke, Nummer 101 auf der Kriegsverbrecherliste der Alliierten, Co-Verfasser der Nürnberger Rassengesetze, Komplize von Stuttgart, dem Mitglied der Wannsee-Konferenz, wo 10 Millionen Juden in Europa ihr Todesurteil empfingen, entging der Verurteilung in Nürnberg nur, weil er als Kronzeuge gegen seine ehemaligen Komplizen aussagte. Er war derjenige, der in den besetzten Ländern die Gesetze umformulierte, um sie den Interessen der IG Farben und den Nazis anzupassen. Nach dem Krieg? Dann nutzte dieser Herr links die Dienste dieses erfahrenen Mannes.
Der erste Kanzler Westdeutschlands damals, Konrad Adenauer. Er machte Globke zum Chef seines Kanzleramts. Als Chef des Kanzleramts war Globke verantwortlich für quasi alles, was sich im politischen Leben Deutschlands damals, Westdeutschlands damals vollzog. Kontakte zu allen politischen Parteien zum Kanzler, das Auswärtige Amt, die Ernennung aller Personen im Auswärtigen Dienst, Geheimdienst, Kontakt, Verfassungsschutz, Öffentlichkeit, und so weiter und so fort. Er hier, den kennen wir, Herr Wuster, fand alsbald einen jungen, aufstrebenden Mitarbeiter der BASF mit Namen Helmut Kohl. Wenige, zwei Jahrzehnte später war er Bundeskanzler. Eine magische Hand hatte ihn von den Reihen des BASF-Mitarbeiters ins Kanzleramt geführt. Sein Nachfolger, so wollte er es, sollte Herr Schäuble werden. Die Partei wollte es nicht. Drum wurde es sein Mädchen. Er nannte Angela Merkel immer sein Mädchen. Und jetzt machen die beiden in Deutschland die Politik. Wenden wir einen Blick von Deutschland auf Europa. Professor Dr. Jur W. Hallstein, Chef der juristischen Fakultät in Rostock während des Krieges, in einem Referat zum Thema Rechtseinheit Großdeutschlands, so ist, um nur die wichtigsten hierher gehörenden Vorgänge zu nennen, das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre eingeführt in den besetzten Gebieten. Nach dem Krieg finden wir den Nazi-Blut- und Ehre-Juristen Hallstein an ganz andere Stelle wieder. Er unterschreibt mit Adenauer zusammen die römischen Verträge 1957, die Grundlage dessen, was wir heute als EU kennen. Noch besser, er wird ihr erster Kommissar. Das muss man sich mal vorstellen. Da sind die mit ihrem militärischen Eroberungsfeldzug gescheitert, diese Interessensgruppen. Und gerade mal 10 Jahre später sitzen sie wieder an den Schaltstellen für den nächsten Eroberungsfeldzug, diesmal mit politischen und ökonomischen Mitteln. Und so trifft man diese Burschen immer wieder. Hallstein und Wurster, Chef der IG Farbentochter Höchst, propagieren die Vereinigten Staaten von Europa. Kein Witz. Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa, Treffen Juli 1969, Walter Hallstein, Professor Karl Winnacker, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Farbwerke Höchst. Das Politbüro wandert. Man kann es nicht mehr in einem Land machen, das diese Geschichte hinter sich hat, also baut man es in einem anderen Land auf, das ganz unschuldig und klein anderswo positioniert ist. Die Interessensgruppen sind dieselben. Wir stellen fest, Nazi und IG Farbenmänner installieren die Europäische Kommission als das Politbüro des Pharmakartells im Nachkriegseuropa. Chemie, Pharma, Ölkartell ernennt die EU-Kommission als politische Exekutive. Die EU-Kommission entscheidet Gesetze, Direktiven, Verordnungen für 400 Millionen Menschen in Europa. Nicht Sie, nicht Herr Busenbauer, nicht Ihr Parlament. Die EU-Kommission, für die Sie genauso wenig wie ich jemals gewählt haben. Sie auch nicht wählen können. Denn das Modell Europa ist gar nicht als Demokratie angelegt. Die bestimmen die Zusammensetzung der EU-Kommission und dann ist hier eine dicke Wand dazwischen. Und dann gibt es parallel dazu eine Europawahl, die nächste in 2009. Weil Sie denken, ui, wir wählen Europa? Was Sie nicht wissen, das EU-Parlament hat darauf gar keinen Einfluss. Das ist
wenn man so will, ein Palaververein. Es gibt eine Mauer hier. Das ist nur da für Sie, dass Sie denken Demokratie. Die Brüsseler EU, müssen wir mit Entsetzen feststellen, ist gar keine Demokratie oder eine demokratische Struktur. Grundlage jeder Demokratie ist der Grundsatz, dass alle Macht vom Volke ausgeht. Und wenn die politische Exekutive, also die EU-Kommission in diesem Fall, nicht mehr durch den Willen des Volkes kontrolliert wird, wird aus der Demokratie eine Diktatur. Jetzt gucken wir uns kurz an, was das Ziel einer solchen Diktatur sein könnte. Ist ganz einfach. Das Geschäft wird fortgesetzt. Das waren die ursprünglichen Pläne der IG Farben, was sie vorhatten mit der militärischen Eroberung Europas. Kontrolle über patentierte Pharmapräparate von ganz Europa, von Sofia, von Lissabon bis Sofia. Patentierung von chemischen Produkten, Hightech-Produkte. Die EU-Pläne der IG Farben Nachfolger. Die blauen Kreise sind uns schon vertraut. Da waren wir vorhin stehen geblieben. Zwei Moleküle machen eine Azo-Gruppe. Wenn man drei Moleküle, das sind die Präparate, die in KZ Auschwitz getestet wurden, wenn man drei Moleküle Stickstoff zusammenbringt, bekommt man eine Azido-Gruppe. Das ist ein Kind in einem Lego-Baukasten, kann das machen. Das ist die chemische Grundlage für das, was nach dem Krieg als gigantische Märkte geschaffen wurde und was durch das EU-Konstrukt geschützt wird und gefördert wird. Das ist die Grundlage für das AIDS-Marketing ACT. Ist das meistverwandte AIDS-Chemopräparat in Afrika. Auschwitz, Völkermord, Afrika, Völkermord. Patente, Patente. Damit nicht genug. Wir müssen verstehen, Patente sind der Schlüssel der ökonomischen Kontrolle über ganz Europa. Der Bereich Pharma und Gesundheit ist nur einer davon. In den letzten Jahren hat sich dieser Bereich ausgeweitet. Genpatente. Genpatent bedeutet Besitz ganzer Organe unseres Körpers oder ganze Körperteile durch Konzerne. Also Hoffmann La Roche besitzt das Herz. Wenn einer mal eine, wenn es technisch möglich wird, eine Herztransplantation braucht mit einem neu gezüchteten Herzen, ist er von Roche abhängig. Patente sind nicht nur der Schlüssel der ökonomischen, sondern auch der politischen Kontrolle über ganz Europa. Dieses Bild macht es eindrucksvoll deutlich. Der nächste Multimilliardenmarkt mit Patenten des Pharma-Chemie-Ölkartells ist gentechnisch veränderte Nahrung. Die Birnen, die Kartoffeln, die in unserem Garten seit Generationen gewachsen sind, werden ersetzt durch Kartoffeln und Birnen, wo ein kleines Teilchen, eine Nukleotidsequenz, der Baustein alles der Erbsubstanz, ein DNA-Teilchen verändert ist. Damit kann man patentieren, weil es nicht mehr die Kartoffel aus dem Garten ist, sondern eine neue